Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Pilates-Stunde mit mir, Phyllis, aus Frankfurt. Ich hoffe, ihr seid motiviert und startklar. Wir starten im Stand. Und zwar ziehst du jetzt mal deine Fersen zusammen und deine Fußspitzen leicht nach außen. Heißt, du stehst so. So, dann atmest du tief ein, hebst und atmest aus, beugst. Atme ein, heb, atme aus. Beug. Sehr schön. Schön lang machen. Der Bauchnabel bleibt drinne. Und ich möchte, dass wenn du runtergehst, du deine Knie schön öffnest. Und wenn du nach oben gehst, möchte ich, dass du deine Fersen weit nach oben drückst und dein Gesäß, den Po, schön anspannst. Ein letztes Mal nach unten. Beim nächsten Mal bleibst du hier. Streck die Arme seitlich aus. Jetzt heb immer ein Bein und setz es zurück. Bauchnabel bleibt fest. Und jetzt push kleine mit den Armen. Fußspitzen immer noch nach außen. Atme ganz ruhig und entspannt. Einatmen und dann über die Seite aus. 4, 3. 2. Und stopp. Jetzt beug die Beine, aber komm auf deine Fußspitzen, wenn es geht. Atme ein, nach oben. Atme aus. Komm tief. Atme ein, heb nach oben. Wenn dir das jetzt alles so ein bisschen schwer fällt, bin ich bei dir. Es ist kein einfacher Start heute. Lass deine Brust so gut du kannst aufrecht. Wenn du merkst, zu viel, schau mal. Mach es einfach kleiner. Sehr schön. Wenn du es knacken hörst, sind nur meine Knie. War schon beim Arzt. Nicht schlimm. Sagt mein Arzt. Ich roste ein bisschen. Nein, Spaß. Okay, der letzte, der hält unten. So, wenn es nicht geht, wenn du es nicht auf den Fußballen hier halten kannst, dann komm mit den Knien einfach runter. Jetzt atmest du ein, atme aus, streck die Arme, zieh sie ran und wieder hoch, hoch. Atme ein, aus, ein und aus. Sehr gut. Darf wackeln. Heute werden eure Füße wahrscheinlich brennen. Am Anfang der Stunde. Viel Balance. Ein letzter. Und er bringt dich nach oben. Ah, sehr gut. Okay, schüttel einmal kurz die Füße aus und dann kommen wir zurück in diese Haltung. Schau mal, ich habe hier hinter mir eine Säule. Das heißt, ich stelle mich jetzt ein bisschen seitlich hin. Kann auch auf die Seite gehen. Vielleicht, wenn das rechte Bein neben rechte Seite macht Sinn. Und dann kommst du zurück in die Anfangsstellung. Fersen zusammen, Fußspitzen auseinander. So, jetzt stehen wir meistens erstmal hier. So, ein bisschen Entenpopo, ja? Bring mal die Beine in die leichte Beugung. Schieb dein Becken unter deine Rippe und dann in die Streckung, so gut du das hier halten kannst. Hast du das? Schieb dein rechtes Bein raus, zurück. Ferse an Ferse, schräg nach hinten. Sehr gut. Heute relativ viel tänzerisches Pilates, aber auch nur am Anfang. So wie letzte Woche, wo man dachte,
Huch, habe ich mich in eine Bauchtanzstunde verirrt. Aber ihr wisst alle, was Tänzer gemeinsam haben. Eine schöne Haltung. Sehr gut. Hoch. Hoch. Und zwar nicht wie so ein Esel nach hinten, sondern geführt. Lang. Okay? Spannung im Bauch. Spannung im Po beibehalten. Sehr gut. Dein Standbein bleibt leicht gebeugt. Und der letzte bleibt jetzt oben. Okay, jetzt bringst du den Arm, wo dein Bein jetzt oben ist, nach vorne. Und jetzt pushst du kleiner. Der entgegengesetzte Arm bleibt oben. Ist dir das zu viel? Schieb ihn nach vorne oder setz beide Arme einfach an die Hüfte. Dein Fuß bleibt flex. Die Ferse hebt und dein Oberschenkel ist leicht aufrotiert. Ja, also nach außen. Stell dir vor, du tanzt. La. Atmen nicht vergessen, Bauchnabel nach innen. Jetzt fühlst du es vielleicht auch langsam hier. Ja, das, wo so viele zu mir kommen, sagen, Phyllis, hast du was gegen das da? Genau das sollst du jetzt fühlen. Das liebevoll genannte Muffin Top. Love Handles. Und stopp, halte das Bein oben. Jetzt winkel an und streck. Schau mal von der Seite. Okay, beug und streck. Öffnen und schließen in deinem Kniegelenk, mehr ist es nicht. Standbein immer noch leicht gebeugt. Ihr dürft schimpfen. Das brennt jetzt hier richtig schön in den Po rein. Denk an die schöne runde Form, die du haben möchtest. Atme tief. Achte auf deine Haltung. Richte dich auf. Nicht wegsacken. Bauchnabel bleibt drin. Letzten 15 Sekunden. 15 lange Sekunden, die eigentlich 17 waren. Noch 10. 9. 8. Du hast es fast. 5. Schultern weg von den Ohren. 3. 2. Oh, löse. Okay, diese Seite sollte jetzt so ein bisschen brennen, ja? Stell dich wieder ganz gerade hin. Atme ein und dann atme aus. Atme ein und aus. Du lehnst dich nach hinten und nach vorne. Beine bleiben gestreckt. Fühlen beim nach vorne lehnen, wie deine Oberschenkel Rückseite lang wird. Ja? Ich stelle mich schon mal auf die andere Seite, sonst vergesse ich natürlich, welches Bein ich hatte. Und auch hier nicht im Entenpo stehen. Bring den Bauch wieder zusammen. Und das ist der letzte. Dreh die Fußspitzen wieder nach außen, anderes Bein. Hebt, beug. Fuß ist angewinkelt, Ferse zu Ferse, Ferse nach hinten. Spannung im Bauch, Brust. Wie sieht das aus? Nicht sportlich, oder? Nicht tänzerisch. Fußspitze leicht nach außen. Du kannst das auch langsamer machen und sinken, aber achte darauf, dass du nicht hier hängst. Schau mal, wenn die Füße zueinander zurückkommen, hast du wieder diese geöffnete Haltung, Ferse an Ferse. Einatmen, ausatmen.
weißt du, und die wahren Ballerinas werden jetzt über mich lachen und sagen, hä? Wo ist denn das Bein? Geht ja gar nicht hoch. Sehr gut. Wir arbeiten an unserem, an unserer Form, oder? Sehr schön. Und der nächste hält oben. So, der Arm, wo dein Bein unten ist, kommt jetzt nach vorne. Wenn du willst, kannst du auch beide Arme runternehmen. Und jetzt wippst du kleine Ferse ran. Push, 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 push. Schieb höher. Es muss hier mit reinziehen, diese ganze Seite hier, ja? Schultern weg von den Ohren. Hände mit unter Spannung bringen. Fuß ist flex. Fußspitze zieht ran. Und auch wenn das keine große Bewegung ist, es darf brennen. Komm, heb, heb. Nicht machen, sondern aus dem langen Bein. Ganz stolz. Stell dir wieder vor, du tanzt. Atme. In der Pilates-Atmung dehnst du die Rippen auseinander. Das gibt dir Platz, um deinen Bauch anzuspannen. Und die letzten. 4, 3, 2. Halten. Jetzt bring dein Bein höher. Winkel an und streck. Ich zeig's auch nochmal von der Seite. Beug. Und streck. Okay? Es ist nur auf und zu. Mehr ist es eigentlich nicht. Atme, atme. Was macht dein Bauch? Der drückt nach außen vor Anspannung. So. Nein. Nein, jetzt ran. Der hält deine Haltung. Letzte Pose im Stand und dann kommen wir tiefer. Letzten 17 Sekunden. Und nein, ich komme nicht aus dem Tanz, wie man sehen kann. Hab nur als Kind Pilates gemacht. Quatsch, Ballett. Und stopp. Sehr schön. So, jetzt stellst du dich auf eine Seite. Wenn du keine Matte hast, ist es wurscht, egal wo du stehst. Du stellst dich hüftweit auf, atmest ein, wie eine Blume öffnen, atmest aus, rollst, lässt dich hängen, krabbelst vor. Atme ein, atme aus nach hinten, atme ein und ausatmen zurück. Roll dich, öffne, Blume. Atme aus, hängen. Angekommen, Option, schau mal. Ran, lang. Ran, lang und dann nach hinten zurückkrabbeln. Aufrollen, jeder macht das bitte in seinem Tempo. Okay, wenn du sagst, hey, ich mach das schnell, ich möchte so ein bisschen mehr Push in meinem Körper fühlen, dann machst du es bitte schnell. Willst du es nicht schnell? Mach es langsam. Ist doch eigentlich logisch, wenn du es nicht schnell willst, machst du es langsam und nutzt die Option. Bitte bei dieser Übung mit dem angewinkelten Bein darauf achten, dass du nicht zu stark ins Hohlkreuz sackst. Geführt ins Hohlkreuz, so wie hier. Du lehnst nach hinten auf, stellst dir vor, deine Bauchmuskeln ziehen dabei gleichzeitig wie ein Reißverschluss zusammen. Stell dir vor, Reißverschluss, zack, ist zu. Okay? Das heißt, du lehnst dich nach hinten, hast deine Spannung im Gesäß, im Bauch und öffnest, rollst ab, bist entspannt. Atmest ein.
nur so weit, wie dein Rücken es zulässt. Lass sie einkommen jetzt problemlos mit den Füßen bis an den Kopf. Okay, der nächste, der bleibt unten. Halte jetzt hier. So, jetzt wollen wir uns so ein bisschen mehr mit der Körpermitte beschäftigen. Du bleibst auf den Händen, drehst die Füße, Knie, Oberschenkel, Hüfte, Taille, Brust auf, lang, zurück. Eindrehen, 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 auf, einatmen, ausatmen, lang und zurück. Option, schau mal. Eindrehen, öffnen, lang ziehen, zurück, über die Mitte wechseln, ja? Wer mehr will, schiebt das Becken ein bisschen mehr mit. Schau mal, einatmen und dann aus. Egal, wo du es machst, achte auf deine Körpermitte, darauf, dass du Spannung hältst. Das ist dein letzter. Und dann kommst du zurück in die Mitte, komm auf deine Unterarme, halte den Stütz. Und dann schieb langsam vor und rück. Option Knie ablegen. Schieb vor und lehn zurück. Okay? Vollkommen in Ordnung. Vor allem, wenn du sagst, oh, ich habe irgendwie Probleme mit der Schulter, dann nutz das als aktive Pause. Bauchnabel bleibt fest. Egal ob auf den Knien oder hier. Sehr gut. Atme. Und stopp. Löse. So, wir legen uns jetzt auf den Rücken. Schon relativ früh. Aber wir kommen noch mal raus aus dieser Haltung. Also nicht zu sehr entspannen jetzt. Nicht, dass du denkst, oh, jetzt ist fast fertig, schon Bauch. Nein. Gut, wir legen uns auf den Rücken. Okay, Knie ganz eng an deinen Körper. Jetzt streckst du die Arme nach hinten, atmest ein, atme aus. Halte hier, bring die Beine nach vorne, bring sie zurück, atme ein, atme aus. Option, tapp mit den Fußspitzen. Zurück. So, für die Muttis unter euch, das hier. Ja? Damit könnt ihr lernen, eure Bauchmuskeln wieder richtig schön anzusteuern. Aber Vorsicht, wenn du eine offene Rektusdiastase hast, musst du aufpassen. Dann mach es gerne vielleicht mal ganz leicht und zieh hier die Fußspitze vielleicht lieber ein bisschen höher. Halte deine Spannung im Bauch und tapp nur ganz klein. Wenn du merkst, du kommst nicht mal zum Boden, okay, dann geh vielleicht nur vor mit einem Bein und wieder zurück. Ja? Und dann kannst du dir gerne auch was unter deinen Kopf legen, wenn du merkst, dein Nacken macht Probleme. Aber für die von euch, die kein Probleme hier haben oder nicht gerade irgendwie ein Kind bekommen haben und noch nicht das Go vom Arzt, um wieder Bauch zu trainieren, holt euch immer das Go. Ja? Macht weniger. Also für diejenigen, die merken, es ist alles zu viel, schaut mal. Schieb vor, halte deine Hände auf dem Bauch. Schieb vor. Körpermitte fühlen. Und am besten dann auch richtig mit dem Fuß arbeiten und spür den Boden unter dir und zieh dein Schambein ran. Becken ran, Becken rund, Bauchnabel nach innen. Okay?
keine Angst vom Arztbesuch haben, dass der jetzt sagt, nee, sie dürfen nie wieder Bauch trainieren, sie haben jetzt ein Kind. Ich habe auch zwei. Ja? Kind bedeutet nicht, das war jetzt Ende Gelände. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass meine Bauchmuskeln sogar noch mehr Fortschritte gemacht haben, nachdem ich die Kinder hatte, weil ich es noch effektiver versucht habe zu trainieren und noch viel mehr darauf konzentriert war, weil ich so dachte, ich werde nie wieder ein Sixpack haben. War nicht so. Okay, das ist das letzte Mal. Und jetzt stellst du die Beine auf. Ungefähr hüftweit. Roll dich auf. Atme ein. Roll dich ab. Auch hier. Sicherheit kommt zuerst. Wenn du merkst, du kannst es nicht von hier, wenn du sagst, ich schaff's nicht hoch, roll auf, schieb, roll ab. Hast du das gesehen? Man muss es nicht mal sehen. Es kann so ein Mini-Ding sein. Wen interessiert's? Sehr schön. So, fast fertig. Du kannst auch gerne die Beine lang halten. Aber dann achte noch mehr darauf, dass du Wirbel für Wirbel ab- und aufrollst. Die letzten. Und stopp. Jetzt setzt du deine Hände hinter deinem Gesäß auf. Fingerspitzen zeigen Richtung Gesäß. Jetzt schiebst du entweder die Füße ran und dann atmest du ein. Mit der Ausatmung hebst du dein Becken und kommst zurück. Hast du gemerkt, dass es gut ging? Setz die Füße ein bisschen weiter weg. Heb an. Roll zurück. Einatmen. Achte darauf, dass du nicht rutschst. Und nicht reinhängen. Nicht das hier. Also nicht oben zusammensacken in diese Haltung, sondern du ziehst dich wie eine Schildkröte aus ihrem Panzer raus. Auch wenn du hier oben bist. Und wenn du noch mal mehr möchtest, stellst du die Beine auf, schiebst hier hoch, setzt zurück. Wenn du jetzt sagst, Phyllis, du bist eine blöde Kuh, gerade hatte ich das Gefühl, ich kann das und dann machst du es wieder schwieriger. Es ist überhaupt kein Problem, schau mal, diese Option ist super gut. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber schön, die kann ich auch nicht. Auch kein Thema. Schieb dich lang raus und roll zurück. Lang strecken und zurück. Okay? Du nutzt die Option, die für dich gut ist. So, und wenn du jetzt kannst, nur wenn du kannst, hältst du jetzt so lange, wie es geht. Einmal hier. Atmen. Schultern weg von den Ohren. Bauch rein. 4, 3, 2 und vorbei. Sehr schön. Und wir drehen einmal um. Komm jetzt auf die andere Seite. Schau mal. Du gehst ganz langsam mit dem Ellbogen eng. Der Ellbogen zeigt nach hinten. Tief. Streck. Dann ziehst du über Kreuz lang, ran, lang, zurück. Beug, streck andere Seite, lang ziehen, eng zusammenrollen, nochmal lang strecken und wieder landen. Sagst du, es ist mir zu wenig, komm ein bisschen weiter vor, mach einen kleinen Liegestütz, schieb lang, zieh ran, aber lass hier den Ellbogen dann weich. Und zurück. Tief, hoch. Lang, ran, hoch, lang,
und zurück. Option, wenn du sagst, hey, ich will noch mehr. Tief, hoch, lang, ran und zurück. Sehr gut. Wow. Okay, bei mir ist Balance aus. Ich komme auch auf die Knie. Das sind die letzten auch hier. Atme kontrolliert. Letztes Mal. Auf jeder Seite. Und stopp. Jetzt bring die Knie ganz eng. Und roll dich ein und heb nur den Oberkörper. Zieh die Knie Richtung, zieh die Nase Richtung Knie und öffne. Schau mal, meine Füße, die sind abgelegt. Popo ist in der Luft und ich ziehe aus meinem unteren Rücken. Willst du mehr? Arme lang. Willst du weniger? Einrollen. Anheben. Willst du noch mal weniger? Einrollen. Aufrichten, Finger am Boden. Selbst hier spürst du es, wenn du über diesen Winkel hinausgehst und lang streckst. Ein letzter. Und den hältst du jetzt hier. Zieh im Wechsel den Ellbogen nach hinten. Daumen zeigt nach oben. Und dann könnt ihr mir auch gleich ein Like da lassen, wenn euch diese Stunde gefallen hat. Wenn ihr wollt, beide Arme gleichzeitig. Ran, Brust raus, Schultern tief weg von den Ohren und zurück. Wenn du willst, setz den Po ab, schieb. Tief, hoch. Spannung im Becken. Drück aber nicht ins Hohlkreuz, sondern schieb den Becken, dein Becken als vorderste Linie. Sehr schön. Wenn du noch mal mehr willst, öffne lang und strecke lang. Bauchnabel auch hier. Nach innen. Denk an diese Reißverschluss-Idee, ja? Ein letztes Mal und dann bleibst du hier. Eine Hand setzt jetzt auf. Bin ein bisschen verknotet. Einen Moment, bitte. Gut. Okay, eine Hand setzt auf. Deine Knie kommen ungefähr in einer Linie zu deinem Handgelenk. Hast du das? Heb dein oberes Bein an. Rotation. Anheben. Rotation. Bauchnabel bleibt drin. Option. Langer Arm. Unten durchschieben.
Sehr gut, komm. Atme aus, roll ein, öffne. Und stopp. Jetzt kommst du ein bisschen tiefer, und zwar auf deinen Unterarm. Und jetzt bringst du den Fuß hoch, rüber, hoch. Vorne, hoch, tief, hinten, hoch, tief. Das merkst du jetzt nicht nur im bewegenden Bein. Schau mal, hier unten in der Hüfte soll es brennen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Schieb hoch, zieh rüber, schieb hoch. Sehr gut. Oh, ich hasse diese Übung. Ich weiß nicht, wie es eurem Hintern hier unten geht, aber meiner glüht. Noch 12, 11, 10, 9, 8, 7, fühlt sich wie eine Ewigkeit an. 5, 4, 3, 2 und vorbei. Autsch, darf ich kurz heulen? Okay, dann wechseln wir einmal komplett die Seite. Ungefähr mit dem Handgelenk und den Knien auf einer Linie. Streck das obere Bein. Heb. Und dann Rotation. Wichtig ist, dass du den Rest des Körpers nicht mitdrehst und nicht die Hüfte beugst, sondern du bleibst ganz gerade und drehst nur ab Brust. Okay? Dabei atmest du aus. Okay? Das hört sich immer ziemlich bescheuert an, aber ich glaube, zu Hause geht das ganz gut, oder? Durch diese Ausatmung mit dem ja, aktivierst du noch mal schöner die Bauchmuskulatur. Oder mach ein pustendes Geräusch, auch okay. Als würdest du aus einem Luftballon die Luft rauslassen. Ich sag dir aber ganz ehrlich, damit erreichst du mehr. Du gehst tiefer in die Bauchaktivierung. Sehr schön. Und lächel. Fühl dich ganz stolz. Zwanzig Sekunden. Sehr schön. Und du schaust immer der Hand hinterher, als hättest du einen Spiegel da drin und würdest du hinter deinem Rücken schauen wollen, wie du dabei aussiehst. Und stopp. Wir kommen eine Etage tiefer auf den Unterarm. Oh. Vor, hoch, tief, hinten, hoch, tief. Vor, hoch, tief, hinten, hoch, tief. Es muss nicht groß sein, es kann auch das sein. Und wenn gar nichts mehr geht, legst du mal einfach zwischendurch mal ab. Kommst zurück, heb. Du kannst auch hier rüberschieben, hoch, hoch, tief, runter, nach hinten, anheben, hoch, tief, okay? Das ist jetzt nicht mehr viel. Denk dran, du machst nichts falsch, wenn hier unten der Po mitbrennt. Der brennt jetzt auch mit, weil er mitarbeitet. Er stabilisiert dich. Bauchnabel nach innen heften, zur Wirbelsäule, Spannung, soll ätzend sein, denn es ist schon fast fertig. Du willst nicht aus der Stunde gehen und sagen, easy,
total einfach heute, oder? Ich möchte das nicht. Wenn ich mich dazu überwinde, zu trainieren, dann will ich, dass es effektiv ist. Dass mein Körper danach weiß, oh, ich muss stärker werden, sonst macht die mich fertig. Noch 5, 4, 3, 2 und vorbei. Auch hier ablegen, sehr schön gemacht. So, wir kommen noch einmal runter. So. So, wir gehen noch einmal runter auf den Rücken. Und dann lässt du deine Füße, deine Knie, besser gesagt, ganz eng auf dir liegen. Ich finde gerade irgendwie keine anderen Worte dafür. So, und jetzt rollst du dich auf und streckst dabei ein Bein und umarmst ganz eng das andere. Und zurück. Atme ein, atme aus, Knuddelbär, ja? Wer mehr will, hoch. Einatmen. Wenn du möchtest, kannst du die Arme auch groß mitnehmen. Hinter den Kopf. Eng. Hoch. Sagst du es mir immer noch zu wenig, liebe Phyllis? Knuddel dein ganzes Bein. Wow. Kann auch passieren, dass man ab und zu dann aber auf halber Strecke hängen bleibt. Vor allem, wenn du ganz nach oben kommst, achte darauf, dass du nicht hier bleibst. Trotzdem eng und dann mit der Ausatmung erst wieder hoch, okay? Komplett eng und hoch. Eng. Und dann versuch mal, wenn du möchtest, ein bisschen mehr einzurollen. Macht ruhig weiter. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Und der letzte bleibt unten. Jetzt zieh die Knie auseinander, drück die Fersen zusammen. Erinnerst du dich an unsere Anfangsposition von den Füßen? Fußspitzen auseinander, Fersen zusammen. So, jetzt ziehst du hier hoch und tief. Atme aus, hoch. Atme ein, tief. Wenn du jetzt sagst, im Leben nicht, hoch. Und tief. Dreh die Handflächen beim Einatmen nach oben und beim Ausatmen nach unten. Einatmen, öffne dabei die Brust und die Schultern und dann atmest du aus. Sehr gut. Halt durch, wir sind so gut wie fertig. Der nächste hält oben, nicht ganz so oben, jetzt die Füße zusammen. Und dann atmest du ein und aus. Ein, aus. Oben bleibend. Und dann versuch mal tiefer zu gehen. Wenn du merkst, du fällst ins Hohlkreuz, ist es zu viel, dann kommst du zurück. Atme, 4, 3, 2 und ein Bein ran und dann wechsel
Option, ein Bein aufstellen, ein Bein ranziehen oder ein Bein weiter weg oder in der Luft halten. Oberkörper bleibt oben. Richtig schön eng ziehen. Das fühlst du dann auch hier im Becken, wenn du schon eng gehst. Denk wieder an das Umarmen. Wir haben es fast. Jetzt nicht an Aufgeben denken. Wenn du bis hierhin gekommen bist, was soll dich noch davon abhalten, es zu Ende zu bringen? Egal wie gut oder schlecht du denkst, dass du es machst, manchmal ist Durchhalten alles. Denn daraus lernt zumindest dein Kopf, dass du die Zügel in der Hand hast, dass du die Entscheidung triffst, ob weitermachen oder nicht. Und dass dein Muskel nur der ist, der ausführen soll. So leicht ist es leider nicht. Aber es wäre schön, wenn, oder? 4, 3, 2 und stopp, halte eng, Knie eng, Oberkörper bleibt oben, halte, halte, halte. Halte noch ein bisschen enger, noch ein bisschen mehr. Arme sind vorne, jetzt dreh den Daumen hoch und jetzt schiebst du entgegengesetzt zurück und ran. Merkst du, hey, mein Nacken geht gar nicht mehr, kannst du dir gerne so ein kleines Kissen basteln, ja, wenn du Probleme mit deinem Nacken hast. Ansonsten, wenn du sagst, nö, aber ich kann nicht mehr halten, ich brauche ein paar Pausen, machst du hier einen kurzen Zwischenstopp und ziehst trotzdem auseinander, aber hältst die Bauchspannung so, dass du kein Hohlkreuz machst. Und wenn du dann wieder kannst, kommst du wieder hoch. Und wenn du sagst, ich brauche gar keine Pause, machst du keine. Wer mehr will, streckt die Beine und geht hier tief und ran. Übrigens ist das, auch wenn man es nicht denkt, eine tolle ausgleichende Übung auch für unseren Rücken, für unseren unteren Rücken. Aber du musst auf deine Technik achten. Kein Hohlkreuz, Becken ranziehen, Schambein zieht Richtung Bauchnabel. Und die Bauchmuskeln aktiv. Wir gehen nur so tief, wie die Bauchmuskeln es halten. Wenn du merkst, hey, hier falle ich raus aus der Position und ziehe ins Hohlkreuz, dann geh nicht so tief. Dann schieb ein bisschen mehr nach vorne und mach ein bisschen mehr das hier daraus. Und dann arbeitest du dich ran, okay? So, wir sind fast fertig. 4, 3, 2. Der nächste bleibt oben und jetzt rollst du auf und ab. Option, auf und ab. Option, auf, zurück. Auf, zurück, okay? Und den allerletzten, den hältst du jetzt oben. Umarm die Beine. Du kannst sie auch gerne angewinkelt hier halten. Und dann roll dich mit etwas Schwung nach oben auf. Dreh dich nach vorne. Ach, hat gut getan, oder? Öffne den rechten Arm auf die linke Seite. Und zurück, Wechsel. Ein letztes Mal. Und jetzt roll die Schultern nach hinten. Nicht zu stark ran, mehr nach hinten, unten. Öffne deine Haltung. Entspann dich. Und der nächste bleibt geöffnet und ziehst du hoch. Schieß die Hände. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Bye, bye, eure Phyllis.